Am kommenden Sonntag ist es endlich soweit. Im Rahmen der großen Meisterfeier verleiht die Handwerkskammer Koblenz rund 1100 Meisterbriefe an Jungmeister. Und nicht nur die Handwerkskammer Koblenz hat sich auf diese Veranstaltung vorbereitet, auch das Heeresmusikkorps 300 hat sich ein ganz besonderes Programm ausgedacht. Am 20. April ist es soweit. Im Rahmen der großen HWK-Meisterfeier werden an 1100 Handwerkerinnen und Handwerker die Meisterbriefe überreicht, musikalisch begleitet durch das Heeresmusikkorps 300 der Bundeswehr. Das Repertoire reicht von modern bis klassisch und zusammen mit der Sängerin Valia Chimbembe soll die Feier für die frisch gebackenen Jungmeister ein unvergessliches Event werden. Damit alles glatt geht und jeder Ton sitzt, laufen die Proben bereits auf Hochtouren. Innovationen sind mehr als je zuvor eine Basis für eine erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung. Das wissen auch die Handwerksunternehmen in der Region, denn hier sind Erfindungen keine Seltenheit mehr. Und genau dabei hilft die Handwerkskammer Koblenz, denn die steht gerne beratend zur Seite zu Fragen zur Durchführung oder zum Patentrecht. Die Technologieberatung der Handwerkskammer Koblenz unterstützt Handwerksbetriebe bei der Umsetzung innovativer Ideen. Ein Serviceangebot, das von der Grundlagenforschung bis zur Patentrecherche reicht. Ein besonderer Service hierbei ist, dass einzelne Prototypen direkt bei der HWK hergestellt werden können. Dank umfangreicher Hightech-Ausrüstung vom Laserschnitt bis hin zum 3D-Druck gibt es bei den Fertigungsverfahren kaum Grenzen. Bei mir ist jetzt Herr Müller von der Technologieberatung der Handwerkskammer. Herr Müller, was genau kann man sich denn unter dieser Technologieberatung vorstellen? Die Technologieberatung unterstützt die Handwerker bei der Einführung neuer Technologien, bei neuen Verfahren. Ich knüpfe Kontakte zu Hochschulen. Das ist unter anderem meine Aufgabe. Ist es denn dann oft, dass jetzt irgendwie ein Handwerker zu Ihnen kommt oder ein Unternehmen und fragt, ja, wie geht das jetzt weiter mit meiner Erfindung? Ja, die Handwerker kommen regelmäßig zu mir. Ich habe quasi wöchentlich einen Erfinder, der dann mit mir gemeinsam die Vorgehensweise bespricht und wo ich den Handwerker unterstütze bei seiner neuen Entwicklung. Heute in unserer Sendung stellen wir ja auch eine spezielle Entwicklung vor. Wie haben Sie da die Unternehmer unterstützt? Da habe ich das Unternehmen konkret unterstützt dadurch, dass ich die Fördermöglichkeiten dem Unternehmen geschildert habe und auch bei der Beantragung von entsprechenden Fördergeldern das Unternehmen unterstützt habe. Ein Unternehmen, das diesen Service der Handwerkskammer Koblenz nutzte, ist die Firma Pusch aus Marienrachdorf. Ein wahrer Quell neuer Ideen, die bereits in eine Reihe neuer Erfindungen mündeten. Mit ihrem Erfindergeist haben die Westerwälder längst internationale Märkte im Visier und in vielen Bereichen erfolgreich erobert. Eine patentierte Entwicklung ist der X-Block, ein durchsichtiger Baustein, der zur individuellen Gestaltung und Eigenmontage von transparenten Wänden im Innenbereich entwickelt wurde und dafür einfach zusammengesteckt wird. Einfach in der Montage, ganz einfach auch wieder mit einem Handgriff abzubauen und das bei enormer Stabilität, die sogar Türrahmen oder Fenster aufnimmt, als Trennwand oder Tisch eingesetzt werden kann. Für die Fertigung kommen modernste technische Anlagen zum Einsatz. Mit der Laserschneidanlage werden hier Halterungen für ein selbstentwickeltes Vordach in großer Auflage produziert. Ebenfalls ein Renner, der bundesweit durch Baumarktketten vertrieben wird. Die Idee hier? Einfach im Aufbau kauft der Kunde ein preiswertes, aber hochwertiges Vordach zur Selbstmontage. Technische Innovationen und neue Erfindungen spielen auch in der Werkzeugproduktion für die Fertigung eine Rolle. Auch hier entwickeln die Westerwälder Handwerker ihre Anlagen für die individuellen eigenen Ansprüche selbst. Der eigene Werkzeugbau, den wir haben, ohne den wären wir heute nicht so weit, wie wir eigentlich sind. Weil wenn man sich selbst nicht helfen kann in dem Bereich, dann ist man zu sehr abhängig von außen. Man gibt Know-how aus dem Haus raus und das wollen wir nicht machen, heute nicht und in Zukunft auch nicht. Im Moment arbeitet die Firma Pusch an der Entwicklung eines sogenannten Agrarsticks. Dieser alternative Brennstoff aus Überresten der Landwirtschaft soll als regenerativer Rohstoff sogar das Holzpellet ablösen. Der Vorteil? Die Reste in der Landwirtschaft fallen ohnehin an und werden so für die Energieerzeugung genutzt.
Eine großartige Erfindung, in die die Technologieberatung der Handwerkskammer Koblenz mit eingebunden war. Und das ist ein Service, den die Handwerkskammer Koblenz jedem Handwerksunternehmen zur Verfügung stellt. Ganz einfach zu erreichen unter der Telefonnummer 0261 398 571 oder schicken Sie einfach eine E-Mail an beratung@hwk-koblenz.de. Und vielleicht werden gerade Sie dann zum nächsten Erfinder. So viel vom Handwerk für heute. Jetzt geht's weiter im Programm von TV Mittelrhein. Machen Sie es gut!